Rettungsschiff Aquarius in Malta angelegt. 5 Tage lang durfte das Rettungsschiff Aquarius keinen Hafen ansteuern und war auf dem Mittelmeer blockiert. Jetzt ist es in der maltesischen Hauptstadt Valletta eingelaufen. Das Schiff hatte 141 Migranten an Bord, die am Freitag von Booten vor der libyschen Küste aufgenommen wurden. Erst am Dienstag erklärte sich schließlich Malta dazu bereit, die Aquarius einlaufen zu lassen, nachdem Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien angekündigt hatten, die Geretteten aufzunehmen. Nach Deutschland sollen bis zu 50 Menschen kommen.